Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ich habe noch ein Event aktiviert, wobei das eigentlich zwei kleine Events sind. Soweit ich... Oh mein Gott, warum laggt das so? Ihr geht wieder in Center. Den Code findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Also, L und R rein. Da ist er ja auch schon. Hallo, hallo, du musst den Goku sein. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, bitteschön. Jirachi erhalten. Komm bald wieder. Leider kein Geschenk, komm bald wieder. Okay, Moment, gehen wir nochmal raus und wieder rein. So, eigentlich müsste jetzt auch der andere Code aktiviert sein. Hallo? Hallo, hallo, du musst denn Goku sein. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, erhalten. Hier, bitteschön. Nein! Der macht die ganze nur... Scheiße. Ist ja witzig. Naja. Oh mein Gott, es laggt. Ich verstehe nicht, warum. Auch die Geschwindigkeit, ich verstehe es nicht. Ich hätte gerne doppelte Geschwindigkeit. Aber... Was geht ihm... Okay, süß. Das ist ja knuffig. Ich kenne das gar nicht, die Jirachi. Ist das dritte? Nein, dritte Gen kenne ich... Oder? Kenne ich da alle? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Sehe. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott, das leckt gerade tierisch. So, mal gucken. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, Jirachi-Code deaktiviert. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. L und R rein. Hallihallo, was geht ab? Hallo, hallo, du musst den Goku sein. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, bitteschön. Manaphy-Ei. Yay. Was ist denn Manaphy für ein Vieh? I don't know. Du, 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 bitte, bitte, du, du. Irgendwie leckt es komisch. Ich verstehe das nicht, warum es nicht geht. So, wir wollen uns mal eben... Nein, Jirachi angucken. Oder Jirachi oder Minachi oder deine Mutter. Bericht. Wesen robust. Pokémon-Event. Offenbar schicksalshafte Begegnung mit Level 5 total. Liebt es zu essen? Tja, da können wir beide nur zusammentun. Ich liebe auch Essen. Oh, das muss es wohl im GameStop gegeben haben, weil unten steht bei OT GameStop. Cool. Das muss ein GameStop-Event auch nicht schlecht. Coolie Moody. So, wertetechnisch ausgeglichen. Edelmut erhöht Chance für Zusatzeffekt. Aha. Okay. Na, seine Attacken sind Wunschtraum, Konfusion, Erholung und Draco-Meteor. Interessant. So. Tja, interessant. Das ist Jirachi, Nirachi und keine Ahnung. Ich werde versuchen, das Ei schlüpfen zu lassen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, das Warten hat sich gelohnt. Es schlüpft. Ich habe die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht. Oh, das ging ja schnell. Tja. Blablabla. Macht ja nichts. So, Manaphy. Was ist denn Manaphy für ein Pokémon? Oh Gott, die Geschwindigkeit ist gerade viel zu hoch. Aber egal, passt schon. Wir können mal ein bisschen aufdrehen. So, Pokémon. Pokémon Ranger? Das ist doch so ein anderes Spiel, oder? Kann man da auch Pokémon tauschen? Naja, egal. Geschlüpft in Route 33. Schicksalshafte Begegnung. Flüchtet schnell. Naja, es ist nicht geflüchtet, es ist geschlüpft. So, beherrscht die Techniken. Eine Käferattacke namens Schweifglanz. Aha. Ein blinkendes Licht, das den Spezialangriff deutlich erhöht. Okay. Blubber beherrscht er noch. Und Nassmacher. Okay. Interessant. So. Das waren Manaphy und Spacken. Jirachi. Ach, geh mal vom Fahrrad runter. Das geht mir gerade alles ein bisschen zu schnell. Jetzt dreht er wieder durch. Brrrt. So. Laufen. Ich dachte mir, mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit passt das auch alles besser. Von daher, so wieder zwei Event-Pokémon. Natürlich findet ihr den Action-Replay-Code in der Beschreibung. Und tut mir leid, dass ich immer nur ein Video von Soul Silver bringe, wenn so ein Event ist. Aber, naja, Problem ist einfach, ich habe zu wenig Zeit zum Aufnehmen. Dadurch, dass ich Familie habe und arbeiten muss und bla bla bla. Das Real-Life-Ruf, das kennt bestimmt jeder von euch. Ihr versteht das bestimmt auch. Außerdem ist das Projekt ja ohnehin nicht so gut besucht. Tut mir leid für die, die es regelmäßig verfolgen, natürlich. Seid nicht traurig. Ja. Es wird auf jeden Fall Parts davon geben. Und deshalb mache ich halt immer nur so Kurzparts. Oder für die Events zumindest. Im nächsten Part kümmern wir uns um ein weiteres Event. Da bin ich schon richtig gespannt drauf. Ich habe mich da ja kurz reingelesen.
Und das wird sehr spannend sein. Finde ich zumindest. Ich kenne das nicht und von daher, ich bin gespannt. Also Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Soul Silver. Haust da rein, schaust da rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku, Senpai.